Also ich bin auch ein bisschen müde. Es wird nicht lange dauern bei mir. Meine Stimme ist auch schon ziemlich am Ende. Wenn man dieses Evangelium hört und den guten Hirten Sonntag feiert, denkt man sehr oft in der Kirche, und das ist auch heute so ein Tag, wo man dafür betet, an die geistlichen Berufe. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das hier gemeint hat. Wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, dass es irgendetwas Besonderes mit Ordensleuten und Priestern zu tun hat, sondern Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen, so wie du da sitzt und ich hier stehe. Und sie waren auch nicht anders. Die waren nichts Besonderes. Aber Jesus hat in ihnen etwas gesehen, so wie Gott in jedem von uns etwas Besonderes sieht. Und mir fällt nur eines eigentlich auf bei diesem Evangelium. Das ist leider nur ein Ausschnitt aus der ganzen Rede. Aber das haben wir gehört. Das, was Jesus sagt, der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Und das ist, wenn man das Leben Jesu sich anschaut, genau das, was er tut. Er gibt sein Leben für das Leben der Menschen, für unser Leben. Er gibt sein Leben hin für dich und für mich. Und da jeder von uns dazu berufen ist, Jesus nachzufolgen, bedeutet es nicht mehr und nicht weniger, dass wir auch dazu berufen sind, unser Leben für das Leben anderer hinzugeben. Und das fühlt sich manchmal so an wie beim Laufen, beim Marathon oder beim Chillen, beim Marathon. Also am Ende ist man am Ende und man muss sich überwinden. Ne? Und das Leben ist auch im geistlichen Sinne sehr oft ein Kampf. Aber nicht nur, weil Jesus sein Leben für uns hingegeben hat. Und wir dürfen auch wie einer der Jünger sich an seiner Brust auch manchmal ausruhen. Deswegen ist dieser Raum hier auch ein besonderer Ort, wo ständig gebetet wird, wo Menschen manchmal seinen Sprint hinlegen, weil sie für irgendetwas beten, ganz Besonderes, oder sich einfach an der Brust Jesu ausruhen. Das ist alles berechtigt und alles gut. Nur dieser Ruf Jesu, den wir gehört haben, gilt allen, die getauft sind. Also nicht nur, wie man heute wahrscheinlich in den meisten Kirchen hören wird, ja, Priester, Ordensleute, für die müssen wir beten, müssen wir auch beten, aber nicht nur. Die Kirche hängt nicht an Priestern, sondern an allen, die getauft sind. Und wenn wir hier vorne stehen, dienen wir euch, indem wir die Sakramente spenden. Aber das, was die Kirche in Bewegung bringt, sind nicht wir. Also weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bringe die Kirche nicht in Bewegung, nicht wirklich. Weil meine Zeit für andere Dinge da ist. Das, was wirklich der Kirche dient und der Menschheit dient, wo dieses Hingeben des Lebens wirklich anwesend ist und gegenwärtig wird, das ist euer Leben. Das, wie du Jesus nachfolgst, das ist entscheidend. Ob es eine Hingabe ist, wie bei Jesus, oder nur halb. Und es kann gut Zeiten geben, wo du nur 30% geben kannst. Jesus wird dich deswegen nicht abstoßen. Aber du bist dazu berufen, mehr zu geben. Und das ist wie bei einem Lauf. Die letzten Kilometer sind meistens auch die anstrengendsten. Ne? Also man läuft, ich bin früher viel gelaufen, aber ich habe mich nicht richtig vorbereitet. Ne? Und wenn du dann 10 Kilometer läufst, dann sind die zwei letzten echt ein Kreuz. Ne? Und es ist egal, also, wie du die letzten 2 Kilometer hinlegst, sondern dass du das tust. Und deswegen haben wir auch einige angefeuert, damit sie noch die letzten Meter durchhalten. Und so ist auch Jesus mit dir heute, wo er sagt, ich bin der gute Hirt. Also Jesus ist derjenige, der sein Leben für dich hingegeben hat. Und das reicht aus. Wozu du berufen bist, es ihm gleich zu machen, auf deine Art und Weise. Du bist nicht Jesus. Das muss ich mir auch manchmal sagen. Also du bist nicht Jesus, du musst nicht alles. Die Leute sind schon erlöst alle. Der Himmel ist schon für alle geöffnet. Du musst das nicht machen. Du bist zu anderen Dingen berufen. Und
Wenn du nach Hause heute gehst, überleg dir, wohin deine Hingabe des Lebens besteht. Wie wird sich diese Hingabe äußern? Worin du so ein guter Hirt sein kannst, wie es Jesus für uns ist.